So, Schlückchen getrunken und weiter geht's, Freunde. Du machst jetzt bitte ab sofort die Wissenschaftspakete Numero Due. Bam. Und kriegst den ganzen Krempel von hier raus. Das bedeutet, wir hauen das Teil hierher. Ich glaube, ein normales langt. Von unten nach rechts, bitte. Genau, wieso hast du jetzt doch eins dahin gelegt? Weil ich glaube, das Ding arbeitet so langsam, dass es immer wieder genug auffüllen kann, genau. Genau so, Freunde. Jetzt packt das nämlich auf die entgegengesetzte Seite. Und wir haben ein Band mit roten und grünen Paketen. Wuhu! Geil. Immer geil, wenn man dann irgendwas zu Ende bringt und es funktioniert. So, dann können wir langsam die Forschung anschmeißen. Ich brauche jetzt Strom. Diese Strommasten endlich mal. Das ist ja eine Katastrophe. So, auf geht's. Kannst du schon mal anfangen. Die Grünen werden jetzt wahrscheinlich nicht ausreichend reinkommen. Da müsste ich mal kurz schauen, ob sich die Ärmchen stapeln. Und die Fließbänder. Dann könnte ich nämlich theoretisch hergehen. Ja. Oh, ich kann übrigens hier ein bisschen auffüllen, sehe ich gerade. Jo, so viel Ärmchen brauche ich nicht. Jo, und könnte noch eine zweite Maschine bauen. So wie ich das auch bei den ersten Paketen gemacht habe. Das machen wir auch. Freunde, das machen wir auch. Warte mal, ich könnte sogar ganz frech. Könnte ich dem Ärmchen nicht sogar zuweisen, dass es nicht nur nach rechts, sondern auch nach oben. Das wäre voll übertrieben. Stell dir mal vor, das ist. Aber das wäre eine geile Idee, ja. Einen Super Cursed Inserter. Der nämlich, pass auf, das mache ich dann. Dem ich jetzt anzeige, pass auf, du nimmst von unten und packst nach rechts und nach oben. Ja, weil der, du siehst ja, der hängt jetzt da nach dem Motto, ich habe nichts zu tun. Geht es nicht. Geht nicht. Schade, schade. Vielleicht kann man mit Shift-Klick zwei Ziele angeben. Warte mal. Warte mal, das willst du wissen. Nee, schade. Steuerung auch nicht. Schade. Das müssen wir echt einreichen. Ja, zwei Ziele. Das wäre doch genial. Okay, cool, passt. Warte mal, raus, raus. Wo muss ich denn? Ich hätte gern, ja, except von mir aus, mach's wieder ab. Okay, dann muss ich jetzt anders da an diese Kiste nochmal rankommen. Das ist ja kein Problem. Dann nehmen wir ein großes Ärmchen, das geht auch. Genau. Großes Cursed Ärmchen. Das große nimmt von unten. Wo musst du hin? Unten. Hier musst du hin. Und musst einfach nach oben abgeben. Accept. So, dann muss ich dem noch den Auftrag erteilen für die Wissenschaftspaket Nummer 2. Dann funktioniert die ganze Chose auch. Yo, passt. da wäre natürlich hier genau dasselbe. Ich mache ein Ärmchen hier rein, sag, nimm von da und pack's da drauf. Ja. Schade. Jetzt muss ich doch wieder so ein Teil nehmen hier. Du nimmst bitte von links und packst oben rechts. Accept. Ja, nee, das ist ja doof. Nicht das. Hat das gecheckt? Mach mal einen Trank. Hat er. Achso, das Ding macht immer zwei Tränke. Oder? So bleibt das nicht da drin. Jetzt. Hä? Wissenschaftspaket 2. Nee, es wird nur eins hergestellt. Was war denn das eben? Hat eben so ausgesehen, als wäre es 2 gewesen. Ne, 1. Okay, cool. Alles klar, also, es kommen genug Grüne. Jawohl, es stapelt sich sogar schon. Ist ja sehr geil. Genau so muss es sein. Es kommen Grüne, es kommen Rote. Jawohl, ich könnte sogar jetzt noch ein Labor machen. Sollen wir? Sollen wir? Sollen wir noch ein Labor machen? Also, so wie sich das stapelt, glaube ich fast. Dass, zwei Maschinen für insgesamt 4 Labore passen. Das möchte ich ausprobieren. Wo sind sie denn? Da sind sie ja. Das passt. Machen wir noch 2 Labore hier oben rein. Dann müsste es ja trotzdem funktionieren. Einmal hier, einmal hier. Ja, nee, mach doch mal langsam. Was machst du denn? Was? Eine Knalltüte. Okay, Labore brauchen ein bisschen. Ich habe ja keine Zahnräder einstecken. Zahnräder ist in Ordnung, das langt. Wird es mehr oder weniger? 58, 59, 58, 59, 59, 60, 59, 58. Nö, es bleibt. 57, 58, 59, 60, 59, 57. Nö, alles cool. Wunderbar, läuft. Pass auf. Du mal da. Und das nächste bitte noch.
Das dauert sehr langsam. Kann man das eigentlich auch erhöhen, irgendwie die Geschwindigkeit im eigenen Inventar? Das wäre doch geil. Ich habe so viele Ideen, ich muss es mal aufschreiben. Oder schreibt das jemand für mich auf und schickt es denen, sagt einfach, hey, die Idee kommt von Crispy, ja. Ich will kein Geld dafür. Nö. Oh, Kupfer kommt ins Stocken. Was ist denn jetzt wieder los? Halleluja. Da brauchen wir einen blauen Inserter, ne? Weiß nicht, Englisch hört sich das einfach besser an. Inserter. Ein Inserter. Als Greifarm. Oh, hier fehlt Kupfer. Ja, leck nochmal. Versucht da, zack, gib mir mal Kupfer hier. Fängt das schon jetzt auch mit dem Kupfer an, ey. Das ist ja unglaublich. Mach mal das Fließband voll hier von mir aus. Oh, was ist denn hier los? Da kommt schon gar nichts mehr an, weil ich genau dasselbe Problem habe wie. Okay, alles klar. Ja. Und deswegen kommt da unten auch nichts an. Verstehe. Ja, das wird sich relativ schnell auflösen. So, und dann packt man hier noch alles rein. Oh ne, ein paar brauche ich, Leute. Ein paar brauche ich schon im Inventar, also so geht's nicht. Okay, alles im grünen Bereich. Jetzt wird hier wieder ordentlich nachgelegt. Sehr gut. Okay, läuft. Sehr geil. Ich kann forschen, noch und nöcher. Und jetzt würde ich mich gerne um die Kohle kümmern. Das ist definitiv, oder? Kohle, Eisen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da oben ist schon wieder ein Ofen ohne Kohle, ey. Gib mal hier, guck mal. Das müsste jetzt ewig halten. Für Timer, jetzt gucken wir uns erstmal alles an. Wieso lauft ihr nicht? Ihr braucht schon, ihr macht schon zu viel Eisen. Okay, alles klar. Also, dann brauche ich einen blauen hier. Damit das alles ein bisschen schneller abgetragen wird. So, genau so. Ich will das Eisen sammeln, wenn ich es brauche für Notfall. Also, jetzt kommt mal hier. Pass mal auf. Wir machen das jetzt mal simultan. Und zwar, ich nehme jetzt deine ganze Kohle. Sag mal kurz, wo ist noch Kohle? Ich brauche noch was an Kohle. Guck mal, das staut sich schon. Das ist unglaublich. Ich brauche jetzt mal so ein 100er Stack Kohle, damit man das mal wirklich vergleichen kann. Ich meine, okay, man weiß ja, wie der Unterschied ist. Aber ich will das mal demonstrativ anzeigen hier. Und zwar kriegst du einen vollen Stack Kohle und du kriegst einen vollen Stack Kohlestapel. Oh, der kann sogar mehr als 100. Ja, Leute. Der geht ja gar nicht aus. Machen wir nur einen halben Stack jeweils. Pass mal auf. Machen wir einen halben Stack davon. Weil die hinteren Öfen sind ja diejenigen, die immer wieder feuern müssen. Die vorderen müssen eher mal aufhören, weil sie halt nicht abgelegt bekommen. Aber die hinteren laufen ja dauernd ein Band. Na, guck dir das mal an, guck dir das mal an. Der geht immer gar nichts. Und guck dir das jetzt mal bei Cola an hier. Du, 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 du. Ja, das hebt ewig, Leute. Das hebt ewig. Der Kohlestapel ist voll überpowered im Endeffekt, ja. Also gegenüber der Kohle. 27, 57. Ich habe übrigens mal nachgeguckt. Es heißt Megajoule. Ich glaube Megajoule. Ich habe extra nachgeguckt, Mann. Ich habe es schon wieder vergessen. Ne, Megajoule war es doch. Megajoule. Also da gibt es irgendwie. Das ist irgendwie der Brennwert pro Sekunde. Ich habe es. Ach Mist. Hätte ich doch bloß in Wikipedia mal offen gelassen, um euch das zu zeigen. Aber okay, wenn ihr das wissen wollt, guckt selber nach. Genau. Aber wie sieht es denn hier aus? Arbeitet ihr zu langsam, ihr habt zu wenig Strom? Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Wo kommt eigentlich der Strom her? Da oben. Hier gibt es auch einen voll coolen Trick. Ja, ist doof, weil. Pass auf. Ich zeig euch mal was. Die Kohledinger sind noch voll, oder? Nimm mal hier ein bisschen die Kohle ab. Ich brauche mal ein bisschen Kohle. Gib mal bitte Kohle her. So, und zwar mache ich jetzt mal ganz kurz die Öfen voll, dass hier der Strom nicht ruckzuck unterbrochen wird. So, bis auf hier einen halben Stack mal mit rein. Ich will jetzt gleich die Stromzufuhr ein bisschen ausbauen. Dazu muss ich das mal kurz abbauen. Da gibt es nämlich einen richtig geilen Trick. Pass auf. Das passt. Ja, das muss ich auch noch ändern, aber jetzt passt es noch. Jein. Jein. Es ist doof, dass das ein bisschen versetzt ist jetzt hier oben. Eigentlich müsste ich es oben drüber weitermachen, aber das ist. Aber es gibt doch diese besseren Öfen, kann ich hier schon machen. Pass mal auf, Energie. Ja, tatsächlich, Dampferzeuger.
Effizienz 68%, Gesundheit, Energieverbrauch 600, hä? Dampf erzeugen. Nee, das war nicht, was ich wollte. Boiler brauche ich, gell? Genau, das kann ich auch nicht herstellen, weil mir das blaue Zeug fehlt. Dampferzeuger. Mach mal. Jetzt will ich erst mal kurz wissen. Sind das schon die wo ich brauche? Tatsächlich, das sind die besseren Dinger. Zack. Effektiver, das Teil. Temperatur ist okay, ne? 52 Grad nur? Da stimmt ja was nicht. Was ist denn jetzt kaputt? Wieso hat es so wenig Grad? Ich brauche. Ach so, weil ich 5, 4. Ich brauche hiervon mehr als davon. Ja. Das heißt, du kommst mal weg. Gib mir mal die Boiler, komm her. Was sind sie denn jetzt hier? Also, mach mal Boiler hier rein, komm. Oh, die können auch mehr halten. Das ist ja geil. Gib mal hier ein bisschen mehr Strom. Guck mal, jetzt bewegen die sich auch schneller, oder? Sehr cool. Also, die haben die ganze Zeit nicht effektiv gearbeitet. Das ist natürlich so doof. Jetzt mach nochmal von diesen Teilen hier. Da brauche ich gleich noch ein paar. Genau. Hast jetzt Temperaturen, also geht doch. Ist aber noch nicht voll. Also ich muss da definitiv mehr bauen. Ist auch die Frage, ich mache die besseren Boiler, mache 5 davon, das passt. Du kommst weg, hier kommt ein Rohr ran. Ich habe da gerade eine Idee. Ich brauche Rohre auch, ey. Tu mal kurz die Kisten weg. Tu mal kurz das Teil hier runter. Und wo war jetzt das andere? Was brauche ich noch? Ne, ich brauche nur die Boiler. Und das Rohr brauche ich gleich noch. So, pass auf. Ein Rohr. Wo ist das Rohr? Wo ist mein Rohr? Ich spüre mein Rohr nicht mehr. So, passt. Also, wir haben hier noch. Haben wir jetzt noch 100 Grad, oder nicht? Grad geht hoch, 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 hoch. 5 Boiler für 5 Maschinen. Ja oder nein? Nein. 6 Boiler. Leck mir Mokka. Kriegst du 6 Boiler? Ist immer in Ordnung. Wieso gibt es eigentlich 2? Einfach nur, damit hier mehr drin sein kann. Aber es wird doch sowieso nie mehr verbraucht als so und so viel, oder? 100 Grad. Du müsst jetzt auch 100 Grad haben. Ihr arbeitet jetzt volle Leistung. Sehr geil. Jetzt muss ich trotzdem eine zweite Straße machen. Und zwar. Es geht, es geht. Gott sei Dank, es geht. Ich muss allerdings den Abstand rechnen. Pass auf, jetzt muss ich auch von der anderen Seite ran gleich. Also, mal kurz den Strom weg. Apropos, wo bleibt mein Stromnetz? So, funktioniert. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, brauche ich Platz zwischendrin oder nicht? Gib mir mal davon noch welche. Boiler habe ich noch genug, ja. Okay, also. Nee, ich muss erst von vornherein mal gucken, wie das mit dem Platz aussieht. Das Problem ist, ich brauche zwischendrin einen leeren Platz für die Strom. Oder nee, hier nicht. Da mache ich dann links und rechts und dann lasse ich eins frei für die Strommasten. Genau so machen wir es. Hier passt sogar noch. Das ist ja geil. Also einmal da. Einmal da. Sehr cool. Und jetzt kommen die Boiler hier ran. Genau. Und hier kommen jetzt. Ja, nee, das passt vom Abstand nicht. Ich würde gerne normale Dinger nehmen. Also eins runter, Leute. Geht das eigentlich? Warte mal. Ist das noch angeschlossen? Blöde Frage. Warte, warte, warte. Austesten, alles austesten. Der macht nichts, ne? Oder? Nee. Weil er hier nicht angeschlossen ist. Wir müssen die wirklich hier mittig setzen. Ist das mittig? Doch auch nicht mittig, oder? Warte mal. Der arbeitet ja auch nicht. Der kriegt kein Wasser, logisch. Wie blöd. Pass mal auf, das könnte sogar dann trotzdem funktionieren. Weil das sieht man nicht so aus, das ist ja zweimal, oder? Ne, drei. Oder ist es doch die Mitte? Warte mal. Ey, ich muss es echt ausprobieren. Nee, ich will es wissen. Ich will es jetzt wissen. Ich will es jetzt echt wissen, Leute. Wasser, Wasser, Wasser. Wo ist die Wasserpumpe? Ich brauche eine Wasserpumpe.
Hatte ich nicht hier auch eine Möglichkeit, irgendwie Wasserpumpe-mäßig was zu machen? Doch, da gab es irgendwo was. Aber ich glaube, da fehlen mir auch wieder die Teile dafür. So, gehen wir mal eine Pumpe, ja. Das ist natürlich. Oh ja, war mir so klar, ey. Aber doch ein Problem, ne? Ich kann hier kein Ding mehr bauen. Ach so, da muss das halt alles ein bisschen rüber. Okay. Wird's halt nicht so schön. Obwohl, das langt doch auch. 5. Hier sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und. Ja, mal schauen. Hier fehlt schon was. Was ist denn los? Hier, gib mal Stoff hier, ey. Wir haben es ja gleich. Ich will jetzt testen, ob das funktioniert. Kommt nicht an, ne? Weil es falsch verbunden ist, richtig? Verdammt mich eins. Alles nach oben. So, also einmal hier, 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 hier. Dann kommst du auch weg, dann kommst du nach oben und dann passt's. Ups, falsches Teil. Bäh. Sag doch sowas nicht. Ja, das geht sogar mit Rohren, ne? Müsste theoretisch. Gib mal Rohre. Ich habe ein zu kleines Inventar. Das muss ich als nächstes unbedingt machen. Jetzt kommt Wasser rein. Jetzt arbeiten die auch. Okay, alles klar. Also, der Plan ist im Übrigen. Das geht natürlich jetzt nicht auf. Ich muss umbasteln. Ich muss umbasteln. Ich werde gleich mich schucke. Ich muss umbasteln. Also. Wir müssen das so und so machen. Das sind 5 Boiler auf 5 Maschinen und das ist too much. Da muss eine Maschine weg, da muss eine Maschine weg, da muss noch ein Boiler hin, da muss noch ein Boiler hin. So, jetzt müssen wir es doch umstellen. Und dann kommt von mir aus da noch ein Rohr zwischen rein, ist mir scheißegal. Und dann passt die Sache. So, jetzt kann hier jeder ackern. Ich kann hier sogar durchlaufen. Ist das nicht geil? Und jetzt kommt, was ich gesagt habe an Ding, das ist halt wirklich doof. Ne? Weil der Plan ist. Kohle kommt von hier. Wird hier rüber transportiert. Man kann es übrigens dann immer weiter nach unten setzen. Und du bist hier fehl am Platz. Jetzt brauche ich nämlich die roten Ärmchen. Also total schwachsinnig. 59 kW statt 19. Oh je, das ist ein Haufen Zeug im Endeffekt. Also eins von unten drunter nach oben. Accept. Von unten drunter. Oh, warte mal, von unten drunter nach oben. Accept, ja. Von unten drunter nach ganz oben. Ja, jedes Mal will ich eh drücken. Von unten drunter nach oben. Das geht so nett. Jetzt mach's einmal richtig. Von unten drunter nach oben. Accept. Ups. Zack. Von unten. Jetzt funktioniert. Ne, 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 ne. Also, und jetzt die gelben Ärmchen. Voll bekloppt, oder? So, und jetzt brauchen wir Strom. Und das Ding ist immer nicht fertig da unten. So. Von mir aus auch so, was soll's. Also, Sinn und Zweck der Geschichte ist, die Ärmchen hier hauen so viel Kohle rein, wie die Dinger brauchen. Mehr nicht. Was dann gebraucht wird, geht direkt nach oben rein. Ja, also immer nur 5, wie wir es sehen können. Wieso arbeiten die nicht? Weil zu viel Boiler dranhängen. Jetzt kann ich. Achso, ich kann ja nach hinten jetzt arbeiten, genau. Da war was. Pass auf. Zack, zack, zack. Ich glaube, warte mal, 1, 2, warte mal, wie viel habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Müssen wir mal probieren. Pass auf, machen wir. So langt's. Und so langt's. So. Jetzt gucken wir mal, wer effektiver arbeitet. Langt's hier mit 100 Grad? Hier langt's. Langt's hier mit 100 Grad? Hier langt's auch noch. Das heißt, einer von diesen Boilern für einer von diesen Dampfmaschinen. Okay, passt. Dann machen wir noch eine Dampfmaschine. Vielleicht geht sogar noch eine weitere Dampfmaschine machen. Probier mal, komm. Sei mal nicht so hier, so geizig. Das wäre natürlich episch. Also, geht das noch?
Immer noch 100 Grad, ne? Überall. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Also Strom brauchen wir uns erstmal keine Gedanken zu machen. Ich finde es auch sehr geil, dass diese Boiler besser arbeiten. Ich bin mal, also du müsstest jetzt echt mal ausprobieren, wie viele Dinger ich da noch hinten dran setzen kann, die immer noch 100 Grad haben. Geil. Ja, es gibt übrigens auch bessere Boiler nachher. Haben wir ja, glaube ich, schon gesehen. Gut, also Strom ist erstmal hoffentlich kein Problem. Wie gesagt, wir können direkt unten drunter, unten drunter, unten drunter und so weiter. Ich hoffe, ich kriege endlich mal ein Stromnetz, damit ich ein bisschen besser arbeiten kann. Ihr arbeitet jetzt auch wieder volle Kanne, ne? Strom ist da. Sehr schön. Möchte ich kein Gemecker hören. Ich bin schon mal gespannt, wann die ersten Gegner angreifen. Aha, guck mal hier. Ich würde ja fast sagen, wir können noch Labore bauen. Damit das Ganze ein bisschen schneller vonstatten geht. Da staut sich ja alles. Wer hätte das denn gedacht? Geht klar. Zack. Das bedeutet, das Ganze ein bisschen ausbauen. Dann kann ich hier und hier. Dann kommen da zwei Labore hin. Die können noch weiterlaufen. Dann geht das Ganze ein bisschen flotter. Toll. Ja. Ich weiß nicht. Die haben keine Anweisung. Ja, gut, sie haben Strom und deswegen setzen sie es einfach rüber. Aber einfach, es ist theoretisch hirnrissig, dass die ins Nichts die Dinger reinsetzen. So, komm, gib mir Nummer 2 an Lobor. Also im Endeffekt Nummer 6. Doch, das wäre echt nicht schlecht, wenn man das ausbauen könnte hier. Dass das schneller läuft. So, auf geht's, komm, Stromnetz. Sehr geil. Ist das nicht cool? Also die Rechnung geht komplett auf. Und das mit den Ärmchen ist halt genial, ja. Also wo man vorher echt Probleme gehabt hat, auch mit dem Platz, wo man alles hat umbauen müssen und so, kann man jetzt mit den Ärmchen dementsprechend gut arbeiten. Ich sehe schon eher fast das Problem. Oh, da fehlt schon wieder Eisen, das gibt's ja nicht. Ich sehe schon fast wieder eher das Problem, dass ich nachher keinen Überblick mehr habe, wenn ich was neu aufbauen will oder umbauen will. Ja. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber okay, im Moment passt ja alles. Hier fehlt bloß nur Eisen. Wieso fehlt hier Eisen? Was ist denn da los? Weil hier so viel drin ist. Dann hol doch das mal raus erstmal. Bam, bam. Upsala. Na, also geht doch. So, was brauchen wir denn als nächstes? Ich will den Werkzeuggürtel. Um Verrecken will ich jetzt den Werkzeuggürtel. Das ist so nervig. Da langt's mit dem Eisen. Aber hier setze ich mal kurz manuell ein bisschen nach. Also die Eisenproduktion soll nachher auch gigantisch werden, definitiv. Du, warum ist hier ein gelbes Ärmchen? Das ist ja auch Schwachsinn. Das Blaue greift ihm ja alles ab. Ja, also die Rechnung geht noch nicht so hundertprozentig auf mit diesen Boxen. Ich glaube, das ist eher interessant, wenn nachher Eisen wirklich hier in Massen strömt. Und dann halt die Dinge auch extrem voll werden. Ja, das soll ja auch Sinn und Zweck nachher werden. Allerdings will ich ja umbauen aufs bessere Eisen. Und zwar, ich glaube, das ist auch der nächste Schritt, den wir angehen werden. Und zwar die Geschichte, die hier. Genau, mit der Eisenerzreinigung. Da brauche ich aber Wasser. Und dafür brauche ich ein Toolhead. Und das ist auch gigantisch groß. Also zuerst arbeiten wir erstmal mit normalem Eisenerz. Also mit der Reinigung hier. Das ist aber, das ist noch was. Also bis dahin müssen wir immer noch ein bisschen selber friemeln. Nachher wird es mega geil, aber vorher. Oha. Oha. Geh mal Kohle holen. Hier wird es gerade wieder eng. Wo ist denn? Oh, bin vorbeigerannt. Und verteil mal ein bisschen Licht zwischendrin, soll's lieb. Ist ja furchtbar, wenn hier kein Licht ist. So, die kann ich immer nachher noch umbauen. Alter, da hinten will ich noch eins hinbauen. Genau da, sehr schön. Ich bin wieder voll hell. Gib mal her. Das ist ein Haufen Zeug. Haben wir ja festgestellt. Und verteile das mal kurz. Also das muss ich definitiv ausbauen. Ich muss auch nachher mit den anderen Dingern arbeiten. Ja? Also das ist jetzt für den Anfang ganz geschickt. Aber nachher muss ich definitiv mit den anderen Teilen arbeiten. So, einmal die Hälfte, einmal die Hälfte. So, einmal die Hälfte, einmal die Hälfte. Das dauert jetzt schon ewig, gell? Also keine Sorgen machen, dass ich hier so wenig reinsetze oder so. Wir haben ja gesehen, das ist Wahnsinn. Hälfte, einmal die Hälfte. Einmal die Hälfte. Einmal die Hälfte. Ja. Vielleicht kann man das rausholen, da Kohle reintun oder so. Nee, das hebt ja ewig, das seht ihr ja. Irgendwo hatte ich, glaube ich, relativ viel noch.
Nee, ist okay. Das hält erstmal, glaub mir. Das hält erstmal. Wenn ich nachher wirklich einen Haufen von diesen Stapeln hab, dann gehe ich da einmal hin, mach voll und dann habe ich meine Ruhe. Forever. Ja, also wirklich forever, glaube ich. Ja, wir müssen das mehr ausbauen, definitiv. Das reicht uns definitiv noch überhaupt nicht. Da brauchen wir viel mehr Brechwerke, viel mehr Formpressmaschinen und so weiter. Das müssen wir alles viel größer machen. Ja. Ich muss nochmal nachrechnen, wie viel Brechwerke ich brauche. Ne, ein Brechwerk war, glaube ich, schnell genug. Er kriegt nicht schnell genug. Warte mal, das will ich jetzt mal austesten, ey. Ich mache mal noch ein blaues Ärmchen dazu. Er kriegt nicht schnell genug die Kohle. Ach, die arbeiten nicht schnell genug. Deswegen kriegt er nicht genug Kohle. Ah, ja, 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 ja. Okay, alles klar. Da müssen wir natürlich umdenken. Pass auf, dann machen wir hier noch so. Es gibt übrigens auch bessere. Kann ich die schon? Nee, ne? Bessere Bohrwerke. Also bessere Schürfer. Wo sind denn die? Das sind Riesenapparate. Ah, finde ich später noch. Jetzt machen wir erstmal mit den normalen weiter. Wo sind denn die? Digger. Das ist aber Mastercrafted Digger. Der ist noch ein bisschen zu weit. Akkumulator, Flywheel, Kompensator. Owner's Monument. Wow, bin ich mal gespannt, ey, was da noch alles kommt. Wo war denn dieser bessere Digger? Nein. Boiler nicht. Obninsk, was denn das? Solarkollektor. Small Solar Ray Stream Collector. Wo waren die denn? Bei Energy können die ja gar nicht sein, die müssen bei Industries sein, ich Idiot. Ich voll Hung. Infusionsmaschine, Roboport. Menschenskinder, glaubst du das? Ja, ich finde die noch. Notfall muss ich offscreen mal reinschauen. Hier irgendwo waren die Maintenance Workshop, Electric Form Press, Electric Crusher. Könnte man vielleicht mal direkt hierher gehen, oder? Ah ne, da brauche ich diese Chips. Das dauert halt so viel. Hier ist er, Spezialbohrer und Förderer. Da braucht. Oh, okay, ne, machen erstmal hier weiter. So, du kriegst nicht genug Kohle, mein Freund. Okay. Oh, oh, oh. Habe ich alles kaputt gemacht. Warte mal. So, einmal hier. Ah, das lag. Okay, super. Ah, da fehlt. Moment. Irgendwie muss es ja hochkommen, ne? So, jetzt müsstest du aber schnell genug arbeiten, mein Freund. Das Ding müsste dauerhaft jetzt laufen. Kriegt immer noch nicht schnell genug die Kohle rein. Oh ne, jetzt staut es. Seht ihr, es staut sich. Also arbeitet es im Endeffekt schnell genug. Wenn es hier hinten staut, dann ist alles in Ordnung. Ja. Alles cool. Also, im Endeffekt brauchen wir einen Brecher, der ordentlich mit Kohle versorgt wird. Der. Drei, glaube ich, Formpressmaschinen. Nee, zwei Formpressmaschinen betreibt. Die zwei. Oder wie war das? Du machst Briketts, du machst Briketts und du machst die Stapel. Genau. Da brauche ich noch ein drittes. Also, oh komm, das schreibe ich mir jetzt mal auf. Das merkt sich doch keine Sau hier. Also ich zumindest nicht. Also, pass auf, das muss ich mir jetzt noch notieren. Das mache ich jetzt auch, glaube ich, offscreen. Die Aufnahme ist eh beendet. Ich sag mal bis gleich.